Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, heute zum Freitag, wir wünschen euch einen schönen Start ins Wochenende. Ja, und ihr habt gesehen, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen das LU angeguckt und jetzt geht es natürlich weiter hier und keine Ahnung, was uns heute erwarten wird, aber wir gucken mal. Viel Spaß. So, erstmal aushütteln. Oh, wunderbar. So. Wow. Oh. Ja. Ja, Entschuldigung, es hat ein bisschen Basendruck. Ich komme ja so, Herr Bürgermeister. So, ach, so. Ja, auf geht's. Meinst du, das war aber schon ein bisschen interessant, du musst schon sagen. Ja. Das ist schon Wahnsinn, das ist schon Wahnsinn. Ach so, Herr Bürgermeister, ich habe da ein kleines Problem. Was haben Sie für ein Problem? Wir fahren da vorne bei der Frau Seidel. Ja. Und es hat doch zu der erst gesagt, der Frau Seidel. Und die sagt doch dann tatsächlich so zu mir, soll die Solin nehmen. Solin? Ja. Es soll die duzen. Ja. Kann es doch nichts machen. Das ziemt nicht. Ne, das ziemt es doch nicht. Wenn das die Frau anbietet, kann man das schon machen. Na, aber müssen wir dann nicht erst dreimal irgendwie was gemacht haben miteinander, dass man das dann so macht? Nee. Muss man nicht. Tatsächlich nicht. Also muss die dann nicht dreimal gesehen haben, bis die duzen kann oder so. Wenn sie ihm das Du anbietet, dann ist das doch vollkommen legitim. Er ja, soll halt nicht anzüglich sein, wissen Sie, weil ich sag mal so, die Frau ist, also die Frauen setzt sich schon als höchstes gut, wissen Sie? So. Und das, deswegen, also meinen Sie, es kann das machen? Ich denke schon. Also, wie gesagt, wir haben uns auch getroffen und waren uns halt gleich ein bisschen sympathisch. So. Ach, Sie haben da Interesse, hä? Oder was? Sie haben da Interesse oder was an der Frau Solin? Nö, Interesse würde ich jetzt nicht sagen. Das ist eine ganz nette. Hat so, hier und da auch 10 Euro mehr. Ach so, okay. Also das ist quasi eine gute Partie oder was? Es ist eine sehr, sehr gute Partie. Ja. Okay. Die unterstützt halt auch ein bisschen die Stadt. Ach so, ja. Ah, verstehe. Das ist ja gar nicht, gar nicht so schlimm. Das ist ja super, ey. Naja, so. Aber es ist. Ja, was haben Sie jetzt vor? Wo geht's jetzt hin, Herr Bürgermeister? Ja, wo es jetzt hingeht. Ja. Das ist eine gute Frage. Normalerweise müsste ich. Was ist denn das hier? Guck mal beiseite. Was? Hinter uns kommt da. Wer kommt da angeflogen? Och, was ist denn das von. Wir fahren mal hinterher, ja? Ja, das wäre ganz interessant. Eine Maschine habe ich auch noch nicht gesehen. Wenn sowas ist. Na, wie gesagt, also Herr Bürgermeister, es will Sie, wie gesagt, also Sie können mich gerne, also als Praktikant mache es gerne, was Sie mir sagen. Ist kein Problem, aber ich hätte jetzt schon gerne den ein oder anderen Euro. Das wäre jetzt noch so eine Frage. Wir haben noch nichts gemacht, außer gecoolt. Was wollen Sie da jetzt schon für Geld haben? Ich meine ja jetzt noch nichts, aber halt so für dann, wenn es halt fertig ist, bin mit der Arbeit und allem, wissen Sie? Ja, da wären wir uns schon einig. Okay, das ist so, ach, da bin ich ja schon mal beruhigt. Da bin ich ja schon mal erst beruhigt. Das ist ja super. Schlaf gemacht haben sie ja. Ja, ja, natürlich. Ich hab's meine verwendet. Das passt. Wann mussten eigentlich immer da sein früh? Um 6 oder um 7? Normalerweise um 6. Okay. Ja, gut, ist kein Problem. Bin zum 6 da. Aber da kann es sein, dass ich noch nicht da bin. Ach so, ne, dann müssen wir. So, das ist ja alles zu. Was soll ich denn da so lange machen? Jetzt zeige ich dir noch ein kleines Geheimnis. Und ach so, okay. Da kommst du dann auch rein. Okay, fast. Na gut, das ist ja kein Problem. Aber so ein Ding hier, haben Sie eine Ahnung, was das ist? Ich bin jetzt nicht ganz blöd, was landwirtschaftliche Maschinen angeht, na, aber das hier, das ist ja so ein bisschen. Nee, ja. Was rot ist auf alle Fälle. Das sehe ich, da rungst du ganz hin drüber. Über den Bahnübergang her. Den kennst du auch noch, das war mal sehen mit dem Moped, der Telefon klingelt schon wieder. Ja, bitte. Wolseif, hallo. Oh, wir können mit mir reden. Wir können mit ihnen reden? Naja. Ich habe einen Lautsprecher an, aber ich glaube nicht, was ich. Vielleicht ruft er nochmal an. Naja. Ach, Mist, wo der Himmel. Ach, Mist, wo der Himmel hier hin. Ich glaube, hier hinten war ich noch nie. Naja, ich lerne halt auch noch meine Heimat kennen, meine neue. Na, ich kenne das hier noch, sind die Berge. Warte mal, das müsste, glaube ich, das gewesen sein. Also, ich kann mich noch erinnern, da war es halt noch ein bisschen klein und so.
Da sind wir immer rodeln gewesen, ja, mit vom Trabi vorne mit der Motorhaube. Ach, das kenne ich auch noch einwandfrei. Das war Wahnsinn. Wir hatten bis immer ein Problem, unten die Bahn ziehen. Das war halt, oh, warten Sie mal, das ist, glaube ich, mein Telefon. Ja, hallo? Hafer? Hier ist Wolf, ich wollte eigentlich einen Bürgermeister erreichen. Ach so, verdammt. Wir haben es bestimmt verwirrt. Ich habe gerade schon mal angerufen, aber da hat es mir irgendwie die Stimme verschlagen, ich weiß auch nicht. Ach, Sie haben, ach so. Ne, da haben sie bestimmt jetzt ein verkehrtes Zimmer, aber es ist gar nicht so wild. Warten Sie, ich mach mal auf Lautsprecher, da können Sie ein bisschen Bürgermeister machen hier. Hallo? Hallo. Ich bräuchte mal Zugang zu Ihrem Feld. Ach so, natürlich. Natürlich. Weil ich bin jetzt da, ich würde jetzt anfangen. Jawohl. Also gut, dann kriegen Sie auf Wiederhören. Tschüss. Hören Sie uns bald wieder. Ja. War das so freundlich, Steph? Ja, war's. Super. Wo sind wir denn jetzt hier? Was ist denn das hier? Oh, warte mal. Ja, es will jetzt halt nicht so irgendwie so, sonst wie weit irgendwo. Ne, nichts, dass wir jetzt. Komm, wir gucken mal hier hin, da ist noch jemand. Dass wir jetzt mal auf der Hucke gerissen oder so. Ach Quatsch. Das will ich jetzt ohne. Genau auf der Hucke. Keine Ahnung. Tut er uns schon irgendwas? Nee, er guckt halt so ein bisschen komisch. So ein bisschen komisch. Aber Sie Hallo? Sind der Bürgermeister. Hallo? Ich bin der Bürgermeister, ja. Schönen guten Tag, Herr Bürgermeister. Ja, schönen guten Tag. Guten Herr Brockwitz. Ach, Sie sind der Herr Brockwitz. Entschuldigen, wenn ich da gerade mal so reinhaue. Guten Tag, ich bin der Hans-Joachim Hafer. Herr Brockwitz. Wir waren schon bei Ihrer Frau, bei der Frau Seidel. Die hat gesagt, Sie machen da ein bisschen was zusammen. Das so ist es? Ja, ne? Nein. Ja. Wie was? Nicht? Nee. Aber die hat doch zu mir gesagt, die macht was mit ihnen zusammen. Oder hab's das jetzt verhauen? Das verwechseln da, glaube ich, was. Herzog. Herzog war da an. Oh, entschuldigen Sie bitte. Das tut mir leid. Da wollte ich jetzt meine Fresse. Ich renne jedes Mal in so ein Zeitfettnäpfchen. Nein. Passiert. Das tut mir leid. Ja, ich bin ein bisschen, Herr Brockwitz, ich bin ein bisschen neu. Also eigentlich bin ich alt, aber trotzdem nach den Jahren auch. Neu, also ich habe hier früher als kleines Kind mal gewohnt. Und bin jetzt aber über die Jahre wieder, hab geerbt, ja, wissen Sie, draußen Richtung Lehmer hier, wo die Biogasanlage ist, da ist ja so Einsiedlerhausel da. So. Baracke. Nein, das ist keine Baracke. Wir wollten die abreißen. Nein! Sie wird ja nicht abgerissen, aber trotzdem. Ja, aber Einsiedlerhaus, das klingt so. Ja, aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass das keine Baracke ist, sondern wirklich ein Einsiedlerhaus? Mir aus. Das klingt doch viel schöner. Ja, gerne. Dieses herunterbewirtschaftete Haus. Ja, da? Das ist Baracke, Einsiedlerhaus. Was soll ich denn machen? Ich hab's halt geerbt. So, und ich hab so viel geerbt, dass ich halt auch 0 Euro unter das hab. Also ich bin quasi blank. So. Haben Sie alles richtig gemacht. Machen Sie sich nichts draus. Bei mir ist es nicht anders. Ach so, schade. Ich wollte Ihnen gerade meine Arbeitsdienste anbieten, aber voll lau Arbeitsdienst. Nee, das nicht, aber ich musste erstmal jetzt ein Jahr den Hof irgendwie so halten können. Wie was? Die haben wohl, war wohl nicht so gutes Jahr oder was? Nee, ich hab das vor einem Jahr geerbt, das Gut hier. Und. Oma, beziehungsweise elterlicherseits, die wollten damit nichts zu tun haben, sind halt so gesehen abgehauen. Ja. Uns nie was davon erzählt. Aha. Und. Ja, mit einmal kam der Brief, Oma, Opa verschworben. Aha. Und ja, sie haben das Gut hier geerbt. Ach ne, gucke an. Das ist aber auch, da sind sie ja quasi genauso wie ich ins eiskalte Wasser. Ja, dann kam noch ein Dreivierteljahr Gerichtsstreit mit dazu. Ach so, ne, das hab ich zum Glück nicht vermisst. Und das ist ja das Reckliste, was man haben kann. Ja. Warte, lassen Sie mich raten, da hing der Meier mit drin. Nein. Eltern wollten nicht, dass ich es kriege. Ach so. Ja. Das ist ja auch schrecklich. Ne? Also da muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, wenn du sowas in der Familie hast, ne, Eltern oder Geschwister, die dann so komisch sind, ne, also da brauchst du auch keine Feinde. Nee. Das ist ja wirklich schlimm. Also das finde ich immer so schade. Weil ohne es heißt, man muss doch mal sagen, die Familie ist das wichtigste Gut. Ja, und Blut ist immer noch dicker als Wasser. Ja, aber wie gesagt, ich stand dann halt auf einem... Mit einmal unbewirtschafteten Hof. Hm, ja. Und noch Tiere da alles. Muss ich ja erstmal alles weggeben. Ach so. Ach so, na ja, gut, na ja, dann verstehe ich, dass sie da halt auch so ein bisschen rumknabbeln. Ich war ja jetzt auch noch nicht hier oben bei Ihnen, gell? Wollen Sie uns vielleicht was zeigen?
Wir können ruhig einen Rundgang machen. Ja, ne, ja. Interessant wäre das schon. Als gleich, hast du noch ein bisschen Zeit? Ich habe Zeit wie Sand am Meer. Also, sie sind gut. Ja, du bist ja mein Chef. Also, dem haben wir es 3:08. Da hat er gerade das dann gefangen. Also, von daher stimmt. Ist ja alles gut. Aber Herr Borkowitz, die sind ja gerade vor uns gefahren mit diesem roten Vehikel, was sie da hinten dran haben. Können Sie uns mal, weil wir haben gerade erst gerätselt, was das ist. Können ruhig mal hingehen. Das wäre super, wenn Sie uns da vielleicht mal kurz ein bisschen was erklären, weil ich habe das auch noch nicht gesehen. Also, jetzt kennen wir, also ich bin jetzt nicht gerade blöd, was Landwirtschaft angeht, ein bisschen was habe ich so mitgekriegt, aber... Kommen Sie mal kurz, ich mache mal noch den Traktor aus. Ja, ja, das wäre super, wenn wir nicht schreien, immer dieses Rumgeschreie, da habe ich dann immer... Kennen Sie das? Wolf, ja. Habe ich auch noch nicht gehört. Herr Wolf, sei, wir rumschreien, wenn man immer so lange rumschreit, da hat man jetzt noch keine Stimme. Ja, das kommt ab und zu mal vor. Doof, ne? Das ist doof, ja. Ja, ich musste, sag mal so, ich habe so im Lager noch rumgekramt und ich habe halt noch Saatgut gefunden. Das waren zufälligerweise Karotten. Ach nee, was denn? Haben sie auf gut Glück Karotten angesehen und dann da haben sie festgestellt, scheiße, wie kriegst du die raus? Ja, da habe ich jetzt gerade mal unseren Händler des Vertrauens hier im Ort gefragt, ob er mal mir was zur Vermietung bzw. als Vorführung geben könnte. Ach so. So dass vielleicht, wenn es mir zusagt, sogar damit weitermache. Ja, guck mal, ja, da hat er auch Höhenflüche. Was denn? Was denn jetzt? Ewald. Ja, tatsächlich. Der Vorname. Was denn, so ist der Händler oder was? Ja. Hat er tatsächlich auf dem Kennzeichen stehen? Das ist mir. Das ist. Okay. Der ist Sinn wirklich so ein bisschen komisch. Also, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Du bist reifi. Ja, und was ist denn das? Das ist jetzt quasi hier so Ernte oder was? Ich hab mir hier so einen kleinen Fall Ernte geholt dafür. Ach so, okay. Und was, wie funktioniert denn das? Also jetzt mal ohne Flachs. Ich kenne das noch so früher mit der Grabe. Auch, ganz offen ehrlich. Aber wie gesagt, hier vorne, ich muss es selber erstmal probieren. Hier vorne kommen wahrscheinlich die Karotten hoch. Ach so. Waren da rausgezogen, so gesehen, gehen hier hoch aufs Förderband. Da wird die Erde noch mit abgemacht. Ja. Und hier drüben ist sogar ein kleiner Bunker mit. Nee, tatsächlich. Okay, nein, aber da können Sie ganz hier vorne, mit einer Reihe in der Holle die Waldfee, du, mein lieber Swan. Lieber Swan. Naja, also, aber wie gesagt, also Herr Bockwitz, wenn Sie da mal irgendwie Hilfe brauchen, ne, oder Unterstützung brauchen, natürlich gegen das nötige Kleingeld, ne, dann kann ich Ihnen auch gerne mal helfen. Müssen wir nur dann den Chef fragen, weil das ist der Bürgermeister, ist ja gerade aktuell mein Chef. Also ist Praktikanten-Chef. Also ich bin Praktikant, er Chef. Aber da wird nichts dagegen sprechen. Ich denke auch, das passt schon. Aber Knuppern noch überall mal rein, das ist schon gut so. Ja, umso mehr kann man ja lernen, ne? Weil ich will ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, so eine Landwirtschaft, das lernen, das könnte ich mir dann schon mal vorstellen. Ja, das ist aber ein Unterschied, ob du jetzt den ganzen Tag Bücher wälzt, wie deine 12 Jahre hier, was du da gemacht hast. Ja, und 2 Jahre Studium. Ja, und Kette. 2 Jahre Studium. Das ist... Zwischen Theorie und Praxis ist immer noch ein himmelweiter Unterschied. Ja, das stimmt schon. Ne? Also mit der Sache habe ich nur gemacht, ne? Und dann halt noch das Studium Summe dran, ne? Und eine Häkelkurs mit 1 bestanden. Aber es lief schon gut, natürlich. In der Praxis muss man halt mal reinschnuppern. Ne? Und Herr Wolf sei, darf heute 15 Uhr, darf den Logopädie nicht vergessen. Ja. Muss man dran denken. Ne? Aber Herr Brockwitz, können wir gerne mal rumgucken, weil ich glaube, sag mal, haben Sie hier einen Deich? Ich habe hier einen Teich tatsächlich. Die haben ja einen Teich. Die haben tatsächlich einen Teich. Teich? Ja, sag ich doch, ein Teich. Ein Teich ist was anderes. Wieso? Ich habe doch gesagt Teich. Teich? Herr Bürgermeister, lassen Sie. Ist... Kann ich jetzt da mal nein? Nee, wa? Jetzt mal nein. Können ruhig reinspringen. Sag mal, Herr Brockwitz, kann ich mir da Wasser holen? Was? Nee, der Reinspringen ist was anderes als Wasser holen. Was ist denn hier eigentlich? Was ist denn das hier eigentlich? Das ist ein Hühnerstall, aktuell leer. Der ist leer, okay. So, der leider. Ist aber auch ein bisschen neu muss gemacht, oder? Ich muss dazu sagen, Oma, Opa, wo ich hier das erste Mal drauf komme, die haben schon sehr tief in die Tasche gegriffen und haben auch schon angefangen zu investieren. Aha, okay. Ja, und was machen Sie so hier, wenn man dann, ist voll hinter, also ist gut, ich will ja jetzt nicht Neugierig sein, ne? Aber wir laufen mal eine Runde. Ja, gerne mal ringsrum. Das kenne ich, das ist ein Silo, ja, das ist klar, das ist normal. Ja, Maschine, so ein bisschen Maschinenhalle noch. Ja, ja. Aber wie gesagt, die ganzen Maschinen, die jetzt hier stehen, haben die alle immer aber komplett, so wie sie da stehen, einfach bezahlt.
Die haben nie Kredit aufnehmen müssen oder so. Das hat immer irgendwie funktioniert. Also am Hungertuch haben sie jetzt nicht unbedingt genagt. Nein. Alle die Weißfee, du. Ja, wirklich. Das ist ja schon ein bisschen älter, ja. Ja gut, aber das klar, bisschen älter, aber ich sag mal, so lange wie es läuft. Der kam ja, mal 2003, so wie ich in den Papiere gesehen habe, beziehungsweise in den Unterlagen. Ach so, Alter. Ja gut, ist ja bei solchen Maschinen noch nicht wirklich alt, ja gut, ich glaube, kommt es eher so ein bisschen auf die Arbeitsstunden mit drauf an, ne? Ja. Wie lange ist die Bude gelaufen und so. Ja, wenn du jetzt sagst, ja 2003 und der hat vielleicht bloß 400 ja. Arbeitsstunden, ne, das ist halt gar nichts. Ja. Das ist ein Neufahrzeug, kann man sagen. So. Das ist ja. Machen Sie in Pferde oder was? Nee, Oma hatte da so einen leichten Faible dafür gehabt und naja, im Moment hatte Opa keine Mitsprache, wie es aussieht. Und da. Wie immer. Hat, man kennt es ist das, dann ne? Wahrscheinlich ein bisschen überhand gegangen, da sind gleich zwei Ställe gekommen. Ach du Heimatland, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich. Ja klar, aber gut, man sieht es ja, ne, klar, das ist aber. Aber da haben sie jetzt Tiere haben sie nicht. Nee, Tiere habe ich aktuell gar keine, weil ich ja ein Vierteljahr beziehungsweise jetzt erstmal langsam wieder anfangen zu produzieren mit. Ah. Ja, okay. Ja, da wollen sie in die Pferdezucht gehen? Nein, es ist eher so der Plan, einer von den zwei Pferdeställen kommt, beziehungsweise könnten gleich sogar wieder wegkommen und dafür Schafe noch. Ja. Ach so, okay. Ach, Pferde sind nicht so meins. Das so. Nee, ich muss ja sagen, die Pferderoster, die so ganz schön trocken, ne? Das ist so bäh. Ja. Immer da mal. Leberkäse ist ganz gut. Echt? Hab ich es noch nie probiert. Jetzt hat man eine Pferderoster gegessen ohne Flachs. Die war so trocken, das war ekelhaft. Echt? Pferdesalami, Pferdeleberkäse ist super. Wenn sie da mal was Gutes haben, also Leberkäse, Leberkäse ist ja richtig geil. Ne? Da kennen sie mich ja, da kennen sie mich ja gleich kaschen. Ne? Schön warm auf der Semmel. Ach, das ist ein Frau. Ja gut, guck mal, die Halle ist uns geschnast und das noch vor dem Lane. Ja, die Halle ist aktuell nicht bewirtschaftbar, weil das Bauunternehmen hat irgendwie so einen leichten Fehler gemacht. Wenn Sie gucken, ich mache jetzt mal das Tor auf. Ja. Soll ich hier reinkommen? Heißer. Und auf der anderen Seite sieht das nicht besser aus. Ja. Und hier der Unterstand, wo man noch was runterstellen kann, ja, mit Bäumen. Das ist in der Zeit, wo ich hier da war, zwar irgendwie entstanden, aber. Hey, mein Kleister. Ich glaube, das Ding kannst du wegreißen, ja. Boah, ich glaube, das ist aber alles, gucken Sie mal, das ist ja alles ein bisschen gesättigt, ja. Das ist alles ein bisschen. Ja. Also, dann müsste ich rein theoretisch mal mit dem Bauamt jetzt demnächst noch quatschen, dass hier mal auch was passiert. Heiß. Aber. Jetzt mal Butter bei den Fischen, aber das hat nicht der Gräber gesetzt. So ein Fusch macht er nicht. Ja gut, ich sag mal so, das ist ja, wenn der Herr Bockwitz sagt, ne, der hat das ganze Ding hier dann so geerbt und es wurde lange nichts gemacht, ne, gucken Sie doch mal die Birke, ne, die Birke, das ist ja Unkraut, das ist ja nur Kirchhoffer Baum. Ne? So, ja, aber vielleicht war es ein Subunternehmen. Ja, und der war im Krankenstand, man weiß es doch nicht bei der Abnahme. Gut, das kann, ja, so, ja, bei der Abnahme, das kann sein. Aber ich kenne seine Bauprojekte und die sehen nicht so aus. Das stimmt. Gut, aber ist jetzt kein Problem. Also, es kann ihn dir auch. Okay, warte mal, das doch, ist. Doch, das ist ein Problem, ja. Ja, gut, das ist echt ein Problem. Das mit dem Bus, das ist echt ein Problem. Am Tag. Bus? Mit dem Bus? Mit dem Bus? Ja, sag ich doch, Bus. Sehen Sie, was denken Sie, warum ich das Logo bedienen muss? Ja, es wird Zeit. Das ist ein bisschen schrecklich. Na gut, das ist halt ein bisschen. Vielleicht können wir was machen, wenn wir sehen. Ah, ich denke doch. Ich denke doch. Wo hier hinten, ich muss schon sagen, das ist schon ein geräumiges Gelände hier. Ne? Wenn man jetzt mal so guckt. Ja, schön, vor allem mit den Teichen in der Mitte. Lieber so. Oder baden oder was ist da irgendwas drin? Das, Fische, Haie. Ist doch bestimmt ja. Ich hab mich mit dem Teich noch nie beschäftigt, aber vielleicht doch so Stühle und so rum in der Ecke ran. Ja, vielleicht auch so Feierabend, ne? Ja, vielleicht ist so ein bisschen zum Löschen hier, falls mal was ist oder so. Ja, vielleicht ist so mal dran gedacht. Großzügiger Löschteich. Naja, besser man hat, als man hätte, oder? Also jo, das hat mein Opa auch immer gesagt. Mein Sohn hat er gesagt, du musst immer darauf achten, lieber man hat, als man hätte. Wie viel hast du jetzt? Was? Wie viel du jetzt hast? Nicht. Ja. Aber Sie können sich gar nicht, mal nachfragen. Aber Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was so ein scheiß Totem kostet. Das ist ja die Halle und was ist denn das? Bitte. Die Halle und der Unterstand, das ist sogar noch mit das Älteste, was jetzt hier noch steht, und das Wohnhaus halt. Das sieht jetzt ja ein bisschen aus, aber was ist denn hier eigentlich drin? Was ist denn das hier? Das ist wohl bloß mal so Unterstand halt. Oh! Ja. Oh! Oh, es wird bekloppt.
Ich glaube. Ach, kurz zuvor verkaufen, aber dann habe ich Unterlagen gesehen. Das war der erste Traktor, den die sich gekauft haben. Ach, nee, das ist. Ja, das muss man behalten. Das ist ein ZD. Das ist ein Fortschritt. Meine Fresse. Oh, den verkaufe ich den nicht. Wenn zum Verkaufen, dem ist den. Aber. Der wird nie verkauft. Das ist ja Wahnsinn. Oh, ich werde bekloppt. Das ist ja Wahnsinn. Und irgendwo hier auf dem Hof muss auch noch ein Hornbein alter Grubber für den stehen. Ich finde den bloß nicht mehr. Grubber? Ja. Grubber, okay. Irgendwo muss hier noch ein Grubber rumstehen. Ich habe den bloß noch nicht gefunden. Ach so. irgendwo eingewachsen oder was? Das sieht doch alt, das sieht man doch bald als wie ein Schweinestall hier, hä? Das ist ein Schweinestall. Das ist ja wirklich ein Schweinestall hier. Das ist ja wirklich phänomenal. Aber ich sag mal so, von der Größe her, besser kann man sich ja gar nicht wünschen, ne, mit so einem Hof. Nee, auch von der Lage her, gerade wenn man sich vorne hinstellt, so an der Straße, kann eigentlich komplett geht übersehen. Das ist schön, schön. Also in der Halle die Weife. Deswegen war ich auch noch nicht hier oben. Ja, siehst du, das ist so ein Wahnsinn. Das ist so ein übelste Sorte. Aber ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber müssen wir erleichtern. Herr Brockwitz, ist jetzt okay, wenn ich hier mal einen Busch hier mal kurz ein bisschen dran strohe? Alles gut. Okay, das ist super. Ich komme gleich hinterher. Ja, mach. Ich komme gleich hinterher. Erstmal strohlaut. Meine Lieben, da sind wir wieder am Ende angelangt. Und es war heute so in dieser Woche, wenn wir das jetzt ganz mal zusammenfassen, es war so eine Kennenlernwoche, ne? Wer, wo, wie. Sehr, sehr viele Informationen für mich. Ihr habt gesehen, ich habe Namen komplett ausgestellt. Also ich muss mir echt versuchen, ja, alle Namen zu merken und vor allen Dingen auch merken, wie sie aussehen. Ne? Und krass. Ich bin gespannt, was mich beim nächsten Mal erwarten wird, wie wir da gucken, machen, tun. Und lasst gerne das Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Ich sage erstmal Tschüss und Ciao und Dankeschön fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.